Ich könnte mir gar nicht vorstellen, so hoch zu sprechen. Für mich ist es einfach so, über die Identifizierung ist es so sehr meine Stimme. Ich ja, kann mich da mal gar nicht so von trennen zu denken. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil? Das weiß ich nicht so richtig. Es hat irgendwie ganz viele Aspekte. Das kann ich gar nicht so konkret oder so mit Ja oder Nein beantworten. Das war auch gar keine Ja oder Nein-Frage, aber ich dachte irgendwie, Frauenstimmen müssen hoch sein und Glocken rein und habe immer auch versucht, so zu sprechen und bin immer daran gescheitert, weil es mir einfach nicht gegeben ist. Aber ich habe das früher immer als Nachteil empfunden. War es, glaube ich, gar nicht. Aber es hat sich für mich so angefühlt, als wäre das irgendwie falsch. Aber gerade so in der letzten Zeit kriege ich eher das Gefühl dafür, dass es, glaube ich, echt ein Vorteil ist, weil es einfach nicht so häufig ist und sich dann von den eher typischen, eben hellen Frauenstimmen einfach ein bisschen absetzt und dadurch einen höheren Wiedererkennungswert, glaube ich, manchmal hat. Also der Anfang, wo es so ein bisschen losging beim Synchron, das war eine Serie, eine Manga-Serie, auch relativ einfach gezeichnet, über einen kleinen Jungen, Shin-Chan heißt es. Und wir haben tierisch viel davon synchronisiert, zum Glück, weil es einfach so einen Spaß gemacht hat. Ich habe sogar eine ganze CD als Shin-Chan gesungen. Also das Hörbuch lesen macht mir echt am meisten Spaß. Wobei ein toller Kinofilm natürlich auch was Geniales ist beim Synchron. Wenn du einen tollen Regisseur hast und der Film gut ist und die Schauspielerin, wenn du dich gut in die einfühlen kannst, ist das auch eine fantastische Arbeit und macht wahnsinnigen Spaß. Aber Hörbuch ist einfach immer noch mal ein Stück freier, ein Stück selbstbestimmter. Also bei dieser Seven-Water-Trilogie von der Juliette Marillia, das hat mich einfach fasziniert. Das ist. Geht ja in Richtung Fantasy oder gehört wahrscheinlich zum Fantasy, was nicht immer unbedingt mir liegt. Aber das hatte halt sehr viel Märchenhaftes. Das hat mich irgendwie total angesprochen. Ich mag halt Märchen super gerne, habe das als Kind auch unglaublich geliebt, Märchen zu hören. Und mein Vater hat mir abends am Bett zum Einschlafen selbst ausgedachtes Märchen erzählt, was ich wahnsinnig toll fand. Und ja, da habe ich einfach eine Schwäche für. Und das Buch passte da genau zu. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Das fand ich ganz toll. Also wenn ich das mal machen könnte, das wäre schon geil. Da gibt es ein Buch, was mir im Hinterkopf hängt. Ich weiß aber gar nicht, ob es das nicht schon als Hörbuch gibt. Keine Ahnung. Das ist von, ich glaube, er heißt Ted Williams. Otherland heißt das. Kennst du das? Das sind so drei dicke Wälzer. Und es ist aber trotzdem eine Geschichte. Ich würde es nicht als Trilogie oder irgendwas bezeichnen oder als Serie. Das ist wirklich eine Geschichte. Es ist, als ich das gelesen habe, ich war unfassbar beeindruckt, dass ein Mensch in seinem Kopf eine so riesige Geschichte haben kann, dass er sie dann aufschreibt. Weil er kann ja nicht einfach losschreiben und dann ergibt sich so ein Mammutwerk. Also so stelle ich mir das jedenfalls nicht vor. Das fand ich echt irre. Und dieses Buch fand ich extrem faszinierend. Also das wäre sowas, wo ich denken würde, ja, oh, das fände ich toll. Ich organisiere das seit vielen Jahren nicht mehr selber. Ich habe das lange, lange gemacht. Und dann sah es so aus, dass ich jedes Mal, wenn ich aus dem Synchronstudio rauskam, mein Handy gezückt habe und eine Liste von, weiß ich nicht, zwischen 5 und 8 Leuten abtelefoniert habe, um ihnen irgendwelche Voranmeldungen durchzugeben oder Termine, die dann reingekommen sind, damit die sich dann außen rumbauen können. Das war fürchterlich stressig und anstrengend und habe mir dann irgendwann jemanden gesucht, der das macht, einen Aufnahmeleiter beim Synchron. Und gerade dieses Jahr bin ich jetzt zu einem Management gewechselt. Die kümmern sich halt um alles. Die kümmern sich auch um Vertragsverhandlungen, was für mich eins der unangenehmsten Dinge ist, die es gibt auf der Welt. Ich möchte damit möglichst nichts zu tun haben. Und jetzt endlich ist es auch so, dass ich nichts mehr damit zu tun haben muss. Ja, und dann ist es, also jetzt mittlerweile ist es sehr entspannt. Ich krieg halt die Termine, die werden, ohne dass ich das weiß, verhandelt. Ich sage an, wann ich kann, wann ich nicht kann. Und muss dann einfach nur noch hingehen und da sein und Spaß haben. Arbeiten meine ich natürlich.